Wir gehen jetzt Geisterpommes machen. Wir haben schon wieder. Oh mein Gott, 11:30 schon. Oh. Nee, das können die nicht selber. Die können nur zuschlagen. Also für jeden, der. Also das wäre ziemlich nett, wenn ihr hier bleiben würdet, weil ich freue mich darüber. Aber ich glaube. Guck mal, ein Dexus ist noch online, wenn ihr unbedingt RP sehen wollt. Hast du Limo, oder was geht? Merhaba. Kommt drauf an, wie man sieht. Manchmal sehr geil und funny, aber auch sehr assi. Ja, das Ding ist, wenn ihr aufgewachsen bist, ist das nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, asozial, ne? Ich hatte mal einen Bekannten, der kam aus Frankfurt. Und der hat mich immer ganz viel über Marx so gefragt. Und hat ganz viel im Internet, der war so richtig besessen davon. Und der fand das unnormal schlimm in Marx so zum Beispiel. Und für mich so, der da aufgewachsen ist, das halt voll normal alles. Was ist denn für ein Lied, Alter, jetzt mal. Nö, Marx ist auch nicht schlimm. Ich finde Hochfeld schlimmer. Obwohl beide nehmen sich nicht viel. Phasmo, Update in Warteschlangen, aktualisieren. Ey, Chat, Internet hat die ganze Zeit funktioniert heute. Oh mein Gott. Und ich dachte vorhin schon, fuck, ich kann heute wieder nicht online kommen. Kriege ich wieder Hassnachrichten. Und auf dem Popo. Da rennt schon ein Pack rum. Pff. Liegt an der Klima, ja, Mann. Ja, was heißt Pack? Ich sehe das als Kultur an, ne? Ich bin damit aber auch groß geworden. Ich bin damit groß geworden, dass wenn ich zu einem Schulkollege gegangen bin, wo einfach 45 Schuhe vor der Tür standen und übel viele Kinder rumgerannt sind und weiß ich nicht, so 5, 6 Parteien in einem Zimmer geschlafen haben und so. Aber so bin ich halt groß geworden. Und diese unfassbare Gastfreundschaft, Alter. Also wenn ich bei einem türkischen Freund war oder so, die Mutter hat mich nicht gehen lassen, bevor ich nicht irgendwas gegessen habe. Ich schwöre bei Gott. Na klar war das anders als zu Hause, aber das war auch voll schön. War voll schön kennenzulernen. Alles. Und nicht nur türkisch, alles, Alter. Libanesisch, russisch, alles. Deshalb gehe ich auch komplett ohne irgendwelche Vorurteile so durchs Leben, was das betrifft. Und ich kenne halt auch die andere Seite so. Ich habe damals dann so mit 17, 18, als Freunde dann angefangen haben von mir, Leute abzuziehen, so wirklich, ich wollte wirklich wissen, warum die das machen. Und habe die halt gefragt. Ach, das ist schon sehr interessant. Hallo, Mila. Hi. Hi. Ich lade gerade runter kurz. Alles besser als großen Baum. Großen Baum. Bruder, da war ich mal Party machen, Alter. So eine Hausparty, Junge. Hör mir auf, Alter. Ich hab schon Sachen erlebt. Hast du schon Code geschickt? Oha. Voll schnell. Warum habe ich Remote-Hilfe an? Taschenrechner aus. Noch 10 Level und ich spiele nie wieder. Warum? Dann bin ich Level 666. Ui, dann bist du der Teufel. So, Moment, ich join kurz Mila Spiel und dann wechsle ich das Spiel hier. Und Mr. Beastchair, danke schön für den Resub im zweiten. Danke. Oh, du musst jetzt sowas Dings akzeptieren. Mhm. Ich lese das nicht durch. Das ist übrigens die größte Lüge im Dings. Internet. Dachte, du wärst das. Die größte Lüge im Internet? Ja.
Oh, ich bin Level 100. Warte. Phasmophobia. Hammer. Hörst du mich in-game? Ja. Okay. Du mich? Ja? Hörst du mich? Hör auf. Zeig mal deine Nasenhaare. Okay. Und du bist sicher, es gibt Dings. Warte, ich füge erstmal Sachen hinzu. Neue Map. Neue Haus. Ja, das ist neue Map. Okay, ich bin ready. Müsste sein. Okay. Da gibt's keine Schenke, in denen man sich verstecken kann. Warum nicht? Trinkgut in Hamburg und das hinter McFit. Ja klar, da habe ich in der Nähe gewohnt. Rosenbaum. Salz. Kurzfix. Und EMF. Oh mein Gott, Crash, danke schön, Bruder. Ich nehm Buch mit, okay? Hast du EMF? Ja. Ich nehm auch Foto und normale Kamera noch. Okay, es gibt jetzt, also ich glaube, einer der Geister der neuen ist auf jeden Fall, so, wenn man redet, ist der aktiver, glaube ich. Ist das so ein altes? Also das ist, glaube ich, einer der neuen. Altes? Oh, das sieht gut aus. Warte, ich habe keine Taschenlampe. Oh, wir haben nicht geguckt, wo der Strom ist. Ich habe keine Taschenlampe. Ich muss irgendwas hier lassen eben. Ich lasse das Buch kurz hier. Crash, vielen lieben Dank, Brody. Wir gehen rein. Okay. Das ist aber klein, ne? Boah, das ist gut. Oh mein Gott. Ja. Und so steht... Oh. Der hat hier eine Tür aufgemacht. Jetzt schon so schnell? Oh. Wie hier? Wo, oh, was hier? Okay, mach mal das Licht an. Hier. Nö! Tu mal Kamera hier. Der ist hier. Bist du hier? Ah, gut. Okay, wir haben Geisterbox. Nicht machen, Crash. Also lass nach Orbs gehen. Ich muss eh Dings Buch holen. Ja. Und der Crash dreht durch im Chat, Mila. Der kommt aus meiner Stadt. Der ist genauso ein Penner wie ich. Wir haben wahrscheinlich schon beim gleichen Dönermann was gegessen. Au. EMF-Reader. Ich kann kein Orb erkennen. Ich auch nicht. Da ist kein Orb. Da ist kein Orb. Nimmst du Temperaturding mit? Ich hasse dich. Fuck you einfach. Ich hoffe, der Geist tötet dich als erstes. Ist der hier in dem Raum? Ist doch kalt? Hier. Also hier war so ein Stab. Ja, hier ist kälter als so ein... Ich geh jetzt runter, okay? Mila? Geh kurz raus. Nee. Ja.
Nee. Oh mein Gott, du bist so. Mein Herz. Ich hab den gesehen. Oh mein Gott. Hast du ein Foto gemacht? Nein. Ich hab mir in die Hose geschissen, Alter. Oh mein Gott, mein Herz. Ein Kuss. Oh mein Gott, ich spüre meinen Körper. Trinkgut Schlachthofstraße? Wo war denn nur mein Trinkgut, Alter? Es ist heute ein guter Tag, wo ich dir für alles danken will und allen, die bei Thyssen arbeiten müssen. Sorry, bisschen drunk. Nicht machen, Bruder, wenn du betrunken bist. Also vielen lieben Dank, aber muss nicht machen, alles cool. Und Thyssen arbeiten ist gut. Der ist auf jeden Fall hier. Dann zeig dich bitte. Gib, da. Muss man dann... Ach stimmt, Knochen, ne? Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Versteckmöglichkeit. Gib uns ein Zeichen! Oder besser nicht. Hab ein Board gefunden. Wo? Ja, sollen wir den fragen? Willst du den denn fragen, Würfel? Wo bist du? So was. Bus. Ja, aber wir wissen doch wo. Wir können fragen, warum der sauer ist. Dann frag mal, ne? Bleib hier, du Arsch! Das ist nicht lustig. Haben wir keine Gefriertemperaturen? 5 Grad. Knochen. Oh, hier ist der Knochen. Hör auf damit! Du bist ein Arsch. Hat ins Buch geschrieben. Sauber. Bestimmt Fingerabdrücke. Spirit, Dämon, Oni oder Yokai. Yokai ist der. Doch, doch, ich wohne noch in Duisburg. Oh mein Gott. Also, es ist Spirit, Dämon, Oni oder Yokai. Ich hole Fingerabdruck, Taschenlampe links. Okay, ich warte auf dich, ne? Crash, du bist drunk, Brudi. Nicht machen. Dankeschön, trotzdem, man muss ja nicht. Mila sagte so aufhören. Hör auf! Der ist ein bisschen betrunken und der macht immer 5 Gifted Subs. Warum bist du unglücklich? Und denkst dir, ah, shit, Mann. Was hab ich nur getan? Genau. Kauf dir dicken Döner davon, Bruder. Alles ist cool. Ich bin sehr... Okay, schau die Türen, die hat ja ganz viel... Was du da hast? Ja, ich... Oh mein Gott, mir ist so kalt. Oh mein Gott! Wow! Ihr warm jetzt. Oh mein Gott. Ich hab die ganze Zeit das Ding ausgehabt.
Hallo, die drehen durch. Sehe nix. Donna. Gib uns ein Zeichen. Ich hab'n! Wo bist du? Ich hab'n, ich hab'n Foto! Ui, wo bist du? Ich geh raus. Der ist dir durchgelaufen. Wollte der jagen? Ich finde auf jeden Fall keine Fingerabdrücke. Vier. Können wir rausgehen? Chinix. Mila, die ärgern. Vielen lieben Dank für 10 Gifted. Und Crash, danke schön nochmal für 5. Aber nicht machen. Trotzdem vielen lieben Dank. Ist kein Bait, Mann. Ich meine, ja. Nicht, wenn man überemotional ist. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Aber wir wissen noch nicht, was... Vielleicht der Doch-Orb. Warum ist das so hell? Ich nehme mal eine Pille. Will ich dir raten. Warum ist das so hell? Weil okay, dann hat die aber auch doch schon versucht zu jagen, weil sonst wäre die Aufgabe... Ja, das Licht ist... Elektriker, mache du Licht drinne mit Kabel, dann mach bam bam. So, ich versuche ein bisschen meine Angst zu überspielen, Alter. Ich hasse das. Gehst du hin? Ich hasse dich, wenn er jetzt jagt, ne? Ich sag, da sind Orbs. Vielleicht auch einfach falscher Raum. Da, Orb. Sag ich doch. Ein Yokai, aber der ist neu, ne? Ein neuen Geist. Ja. Wir haben es geschafft. Ohne Verluste. Wir haben es geschafft. Sogar mit Knochen. Was? Wir wissen was. Yokai ist ein gängiger Geist, der von menschlichen Stimmen angezogen wird. Normalerweise in Familienhäusern. Stärken, das Sprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er angreift. Welchen? Bei der Jagd kann der Yokai nur Stimmen entsetzen. Das heißt, er kann uns nicht sehen. Der kann uns nicht sehen? Ich glaube, wir können dann nur unsere Stimmen wirken. Also dürfen wir bei einem Yokai gar nicht reden? Ja. Sonst verkloppt er uns. Wenn der jagt, müssen wir... Aber sonst können wir quasi einfach um eine Ecke stehen und... Also die ja nicht die Wände entlang. Wenn wir dann stehen und... Wir sind fertig. Komm. Wir sind fertig. Hast du eingetragen? Ja. Ich hab fettes Bild gemacht. Ich auch. Oh mein Gott, Bruder. Ich bin einfach der schlechteste Streamer, den es gibt. Ist der Moritz noch da? Warum? Mann, weil der Moritz vorhin $6 in die Tinkepäckchenkasse gegeben hat. Ich habe vergessen, das vorzulesen. Weil ich dumm bin. Und ich bin scheiße.
Scheiße. Und der Moritz hat geschrieben, weil wegen Twitch Prime und so, Kosten ausgleichen und so, dies, das. Moritz, ich glaube, der Moritz ist nicht mehr da. Ich glaube, der Moritz hat seine 6 Dollar in eine Tinkepäckchenkasse geworfen und hat gesagt, yo, der bedankt sich nicht mal. Voll der abgehobene, unverschämte Pisser, ich komme hier nie wieder hin. Abgehoben. Oh mein Gott! Und Chinix ärgert weiter, Mila. Chinix, vielen lieben Dank für 10. Nochmal. Ihr seid verrückt. Okay. Boah. Mashallah, einfach SSD. Hast du EMF? Dann nehme ich jetzt Kälte-Ding mit. Und Kamera. Daniel Smith heißt der. Während einer Jagd finden Sie Beweise für Bewegungssensor. Bewegungssensor. Ich bin eine Taschenlampe, die ist mit dabei. Was? Sehr schön. Gehen rein. Okay. Dein Popo ist warm, 20 Grad. Jetzt auf einmal 40, hast du gefurzt? Nein. Die Klima ist Baba, Bruder, hier ist so kalt, Alter. Oh, hier ist der Dings, der Knochen. Und 6 Grad. Ich habe noch keine Kamera bei. Ich kann dann kalt ist am Anfang, wenn der Strom anfängt. Oh mein Gott! Hier hat irgendwas vibriert. Wo? Hier irgendwo. Schon wieder gleich. Drei hier. Da, rechts Schritt. Ja, hier. Bist du hier? Crash, Chinix, vielen lieben Dank nochmal, aber Crash, bitte. Oder wenn du 2 Bier getrunken hast. Ist alles fein, Brudi. Ich hab Angst. Ich geh Kamera holen. Warte, geh mal. Bist du hier? Wie alt bist du? 12, by the way. Kein Zeichen. Ich geh raus. Naja, man gönnt dir dicke Döner, Bruder. Boah, was so wichtigen. Okay, antwortet nicht auf die Box. Okay, ich bin aber draußen. Mach mal Licht aus, bitte. Hallo, Multipass. Geisterorb, Geisterorb. Genau wie der gleiche Raum. Ist ja langweilig. Doch richtig. Ich warte, bis du wieder kommst, okay? So, ist doch langweilig. Dann geh doch rein. Nee. Ich muss dich ja beschützen. Oder? Aber was können wir hier draußen schon... Ist so, mach mal Keiko Schlauf im Chat. Oma, das machen die nicht mehr. Das würden nur noch die Oldschooler machen. Die Zeiten sind vorbei. Fingerabdruck. Wo? Hab ich. Mal Liebe in den Chat machen hier. Hier auch, hier auch. Wo? Am Lichtchat. Da auch. Wow. Ich hab nur ein Foto. Und da. Muss wieder zum Bus, bis gleich.
Liebe, wow! Poltergeist oder Handtuch? Oh, ich hoffe, es sind neue. Ich nehme Temperaturdings nochmal mit, ne? Der ist ja schon durch den Bewegungssensor gelaufen. Wir brauchen ein Räucherstäbchen. Ein Handtuch ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Stärken bei niedrigen Temperaturen können sich die Handtuch schneller bewegen. Schwächen, ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Also Daniel Smith. Muss da immer der Strom an sein. Fingerabdrücke, Geist... Was? Fingerabdrücke, Geisterorb und? Geisterbuch. Ein Buch. Nimm mal noch eins. Warte. Willst du meins haben? Ich bin einfach broke, ich habe kein Geld für Feuerzeug. Und die Duftkerzen fressen meinen Kopf auch weg. Die Haare vom Kopf. Sag ich dir. Mal gedacht, Mr. Blue. Dann hör auf zu rauchen. Ich rauche nicht, das sind Duftkerzen. Aromatherapie. Hat ins Buch geschrieben, ist ein neuer Geist. Dann brauchen wir den Scheiß nicht mehr. Ich brauche aber eine neue Kamera, fuck. Wir brauchen Räucherstäbchen und ich muss eine Kamera holen. Ja, okay. Nimm die hier, ich hole Räucherstäbchen. Ja, ich komme mit dir, falls dir auf dem Weg zum Truck was passiert. Ich bin kein Schisshase, ne? Natürlich nicht. Ich bin ein Mann. Ich bin kein Schisshase, oder Mila? Nein, natürlich nicht. Was du gedacht, Mr. Pink? Schisshase. Wer ist Mr. Pink? Daniel Smith. Sir. Gib uns das Sign. Oh, mach auch noch ein Foto hier. Hab ich. Mila, warte auf mich. Ja, ich will nur gucken, ob vielleicht auch noch ein Bett hier irgendwo. Wie ich geflickt hab. Der hat die Tür hier aufgemacht. Der Schweinepriester. Daniel Smith. Fuck you, bitch. Mila? Okay. Ach, was? Der soll uns, sag dem, dass der uns ein Zeichen geben soll. Er hört nur auf dich. Ja, ja, der kann uns gehen. Daniel, gib uns ein Zeichen, wenn wir soweit sind, okay? Mila! Komm, Mila, steh hier nicht so rum. Wieso rumstehen? Komm jetzt mit! Ach, da bist du. Was? Ach komm! Hallo? Mann, wo ist denn jemand? Im Boot. Brett, hallo? Gibt's hier irgendwo Brett? Daniel Smith heißt der. Ist die Tür auf. Keine Bretter, wir haben kein Brett. Okay, Daniel. Gib uns ein Zeichen. Daniel.
uns ein Zeichen, Minion. Irgendein Zeichen. Dass du hier bist. Genau hier. Ort. Aber der ist doch voll langsam, oder? Langsam, wenn das Licht an ist. Das heißt, oh, vielleicht kann man den wieder tunneln. Wie tunneln? Das wäre cool. Also so loopen, so. Hä? Rum. Hier ist voll heiß. Na, Geister sind doch. Oh mein Gott. Nein, warte. Der ist schneller, warte. Wenn's bei kalt niedrigen ist. Temperaturen können sich die Handtuch schneller bewegen. Und wir haben warm jetzt. Oder nicht? Ja, 19 Grad haben wir Weil hier. Weil das Licht ist ja an. Crash, vielen lieben Dank nochmal. Oh mein Gott, da hinten ist der. Der kommt, Mila, der kommt. Bye, have a beautiful time. Ich bin weg. Spaß gemacht. Och nö. Nein, bitte nicht. So, wir haben ein Foto vom Geist. Haben wir den getroffen gerade? Haben wir den getroffen? Boah, wir haben den mit Sicherheit getroffen. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben einen Handtuch. Tschüss, Mila. Nicht Handtuch. Handtuch. $240, die schmecken richtig. Yay, $40. Loser. 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 Solltest deine Nasenhaare mal schneiden. Mila? Mila? Ach komm! Weißt du, du hast so diesen gewissen Blick, den ich bei Frauen sehr, sehr mag. Diesen, mir ist alles egal. Ich gehe meinen Weg, stelle mich der Gefahr. Alles, was wichtig ist. Ganz sicher. Ganz sicher. Und dieser Schönheitsfleck. Bebe U. Semhe Bebe Ula. Den würde ich aber mal untersuchen lassen. Das sieht schon sehr gefährlich aus. Bist du? Warum stehst du nur da rum? Produzier mich nicht. Produzier mich nicht. Warum stehst du nur? Ja, weil ich hier Sachen entzüge. Ach so. Geht's dir gut? Ich. Du hast wieder einen leichten Oberlippenbart, ne? Ach so, schon wieder Zeit für den Spind. Nee, ohne dich! Ohne dich! Ja, yep, und genauso läuft meine Stream-Karriere. Noch eine Runde? Hm? Noch eine Runde? Ja. Ja? Der Ball hat sich alleine bewegt. Okay, ich bin ready. Aber wieder das Haus und ein anderes. Ja, wir können auch. Was können wir?
denn auch ein anderes? Du hast keine Löcher in den Zähnen, ne? Ja. Ich würde so ein, das Moderne noch nehmen, aber ein anderes Modernes, wenn geht. Ja, wir haben kein anderes Modernes. Egal, dann machen wir das nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück und lässt diesmal woanders. Geh deinen Weg, deinen Weg war. Betty Martin. Salz. Und Geisteszustand. Betty Martin. Eieiei. Ich hab Hunger. Aber heute gab's Pfannkuchen. Ich hoffe, dass noch welche da sind. Ich weiß nicht mal, wo Schwester Kusch ist. Also am Anfang ist immer kalt. Boah, schreck mich mal für einen Euro, Alter. Bubbles, danke für den Reset am 12. Kiss mich, ich bin ein geiler Geist. Nein. Hast du den Knochen schon gefunden? Nein. Hey, sei nicht sauer auf mich, nur weil ich schön bin. Kommst du mit im Keller? Hilfe! Welcome back. Was passiert? Hallo? Hallo? Mila? I've gathered a list of other hunters asking for help. Hallo? Honeybee, danke schön für den Prime-Sub im 7. Monat. Erschreck mich doch nicht so. Ich bin rausgeflogen. Ja, wie? Ich bin alleine hier? Ja. Ich bin einfach disconnected. Ja, nee, das kannst du so vergessen. Ja, Sitzung verlassen. Ich brauch einen neuen Code. Ja. Ja, es leckt mich im Arsch. Ja, wir haben immer nur noch das. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Aber ich glaube, der war im Keller. Da war auch der Knochen. Ich glaube, der war im Keller. Da war auch der Knochen. Und mein Schwesterstrom. Neuer Code? Ja, ist denn. Ich muss das Bild wechseln hier. Bi-ba-ba-ba-da-bub. Und hör auf, immer so Angst zu haben. Ja, du Schisser. Ich.
Ja, du. Ich weiß genau, wo du bist. Komm, auf geht's, ab geht's. Hier hab ich mal gewohnt. Okay. Doch, hab ich wohl. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Daniel Robinson. Räucherstäbchen, Salz und ein Jagdentkommen. Heißt, wir dürfen nicht sterben. Ja, du darfst nicht sterben. Oh. Oh. Ah. Frag mich, wer von uns beiden öfter gestorben ist. Ja, du. Auch wenn du hast auch viel mehr Spiele gespielt. Level habe. Ja, ja, aber ich bin trotzdem nicht Ach, viel komm. Gestorben. Sei schweigstill. Hier ist der Knochen. Hier ist ein Bord. Dann frag den, wo der ist. Wo bist du? B. B. A. Badezimmer, oder? Bathroom. Basement. Was heißt Basement? Keller. Ich kann kein Polnisch, deshalb frage ich. Ah, scheiße, jetzt habe ich gar nicht das Dings da. Sag mal, geht's dir noch gut, Junge? Gehst du hin? Hier ist übrigens... Ja, habe ich ver... Oh. Hab ich gerade schon gesagt. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich geh mal eben einen Truck und nimm Pillen. 37 ist der. Okay. Ich nehme eben Pillen. Ja, ich warte vor der Haustür, falls der Techniker kommt. Von O2. Mhm. Oh mein Gott, ich hab 1% Sanity. Ich bin einfach der größte Schisshase, ey, mein Gott. Was geht ab, Matt Giancarlo? Dich wollte ich eigentlich heute anschreiben noch. Aber ich hab wieder Probleme gehabt. Ne, Mila? Geschlafen hast. Geschlafen? Bei der Hitze ja. Zum ersten Mal. Schöne Klimaanlage. Mashallah. Getraut habe ich mich nicht, nein. Hast du das Bot fotografiert? Nee, ich hab noch keine Fotokamera bei. Ich habe echt Angst, Matt Junk anzuschreiben, weil der antwortet immer so grumpy. Dann bin ich immer verunsichert. Frage ist, wo hier? Ja, überall, oder nicht? Oh mein Gott, der hat wahrscheinlich noch weiter geschrieben. Darum ging das auch so lange. Er hat uns genau gesagt, wo er ist. Oh mein Gott, der Small, Alter. War's hier? Mann, der War's Schritt, hier, ja. Der Schritt? Ja. Okay, okay. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Was Nein, nicht Zeichen. Okay, geh mal rauf. Boah, Junge, diese... Bist du hier? Wie alt bist du? Okay, hier sagt er mir. Komm gleich wieder. Bist du hier? Wie alt bist du? Hört auf zu lachen. Ihr Ärgerer. Traut euch selber nicht zu spielen. Selber, du Blutteddy, selber. Schon wäre gut, ich würde dann niemals alleine zocken, Alter. Bin oben.
Ja? Ja, ich bin. Ich hab Bord und Knochen. Ist alles noch so okay? Ich esse hier unter 10 Grad, glaube ich, dass das. Ja, er hat uns Buch. Da. Er hat mich auf der Box reagiert. Warte bitte, komm bitte mit. Gott, ich hasse mein Leben. Findest du die hier oben nicht? Sollte passen. Hoffe. 10 Gepäckchen für alle. Für alle. Für alle. Alle. Für alle. Zu Party. Zu Party. Mann, hör auf damit. Warum? Ach, hast du dich erschreckt? Ja, wir brauchen der Dick. Warte mal, der hat ins Buch geschrieben, ne? Ja. Wir brauchen noch viel. Ich nehme Salz mit. Vielleicht nehme ich. Oder hast du noch eine Hand frei? Ja. Dann nimm mal das kurze. Hab ich. Warte auf mich, warte. Auf geht's. In nomine Patri et Filii Sancti. Ich bin gekommen und wieder. Was? Was? Der das Licht. Hans. Wir kommen runter. Der Pomboy. Meinst du, der ist hier in den Raum? Oder Handschuhe, oh mein Gott. Ich will hier raus, bitte. Fick dich. Und hier ist nicht, wenn es ein Revenant ist, dann sind wir so oder so tot. Warum? Weil die sehr schnell sind. Ich hasse mein Leben, Alter. Warum erschreckst du dich nie bei den Schritten? Taube Nuss. Da, Geisterob. Oh, dann wissen wir schon, wer das ist. Und wir haben den Handtuch wieder. Du musst auch einmal räuchern. Oder ich räuchere zweimal. Also wir müssen einmal den Bereich räuchern. Und dann müssen wir räuchern, weil wenn er uns jagt, dann verliert er uns. Ja, aber du hast Feuerzeug bei, ne? Ja. Du kannst meinen Joint anmachen, ne? Hast du schon Fotos gemacht vom Board und Ja, hab ich. Hast du den Knochen auch mitgenommen? Ja. Glaube ich, warte, ich guck. Warum? Ja, hab ich. Denk dran, ich kann das Ding nicht zünden. Du hast Feuerzeug bei. Ja.
Du räucherst den Raum. Okay. Dann mach hier mein Joint an. Komm her. Ja, warte, bleib einfach so stehen. Bleib einfach so stehen. In nomine Patri et Filii Sancti. Ich segne diesen Raum. Oha, das war aber schnell. Da hatte ich aber einen Zug wie ein Danjo, Alter, das sag ich dir. Oh mein Gott, du und so. Entschuldigung, Schatz. Oh mein Gott, der steht vor mir. Mach ein Foto. Oh. Echo, oh mein Gott. Warum rennst denn du weg? Mann, weil ich am Schwitzen bin, Alter. Ich hab seinen Schatten gesehen. Hast du ein Foto vom Buch gemacht? Ja, hab ich schon. Oh mein Gott, Alter. Okay. So, raus mit dem Kruzifix, sag ich. Sind bereit, gejagt zu werden. Wir rennen rechts hinter die Mülltonne. Wo? Daniel Robertson. Also. Fucking Bitch. Warum kam der hier raus? Daniel, mein Bro. Mein Homeboy. Der ist nicht unser Yo, what's up? Daniel. Da, Schritte. Schritte. Komm. Zeig dich, Bro. Show yourself. Oh. Hat er gebissen? Oh. Ja. Hey, Daniel. Guck mal. Ich mach schon BASD. Oh, wo ist der? Oh mein Gott, ich bin tot. Ich hab den nicht erwischt, ich wollte Foto machen. Ich hab alles riskiert, Mann. Penner, der. Ich hab sogar auf der Treppe bei dir auf den gewartet. So viel Mut hatte ich, ja. Wow. Ich hatte Mut wie Mahmut. Wow. Wow, einfach. Wow. Hey. Komm mal. Ja, wir haben aber noch kein Foto von dem. Das stimmt, dann musst du wohl noch mal rein. Kurz auf gar. Bild am Darm. Ja, wie? Nee, ich geh nicht allein rein. Ja, okay. Geht nicht. Lass ohne Serenity-Pillen rein. Ja, ja, ja. Ich wollte nur... Ich bin Schisser, ich kann... Ich hab absolut ganz viel dolle Angst. Oh, scheiße, der hat den Strom. Oh, shit. Daniel? Du gehst vor, du bist stark. Aber bei Licht kommt... Jetzt muss ich ihn treffen. Wir gehen zum Auto, okay?
Das ist immer gut. Daniel. Daniel. Komm. Daniel. Komm. Ich hab nicht. Ich hab nicht mit am Arsch wieder. Ich bin tot. Hab ich? Ja, ich bin stolz. Ich habe keine Taschenlampe mehr, ich habe alles weggeworfen. Hab ich den getroffen? Ja, ja. Oh mein Gott. Dass ich das überlebe, ne? Der war hinter mir, der hat mich schon am Arsch gepackt. Ja, aber der war noch verwirrt. Das hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich den erwisch. Sieht man auch gar nicht auf dem Bild. Sieht man nicht? Nee, aber da steht Geist drauf. Super. Wir sind einfach Profis. Ich sag, wie es ist. 3 gute Runden hintereinander. Da kannst du echt nichts sagen. Nee, kannst du nichts, machst du nichts. Nee, wir sind einfach krass. So. Aber ich würde sagen, Ende Gelände, ja. Weil wir müssen noch an was arbeiten. Ach ja, an dem Track. No. Erst gehe ich Pfannkuchen essen. Okay. Und an noch einer Sache müssen. Ja, an unserer Beziehung. Da muss auf jeden Fall. Ach, das ist neu. Da muss dran gearbeitet werden. Die läuft super. Die läuft voll scheiße. Du läufst scheiße. Du bist scheiße. Oh, bye. Have a beautiful time. God. Bye. Welcome back. Halt die Klappe, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Chat, wir haben gewinnt. Ja. Jetzt will ich auch Pfannkuchen. Schwester Kusch macht welche. Oder hat welche gemacht. So, ihr seid eh alle am Schlafen. Ich weiß das. Alle am Schlafen. War sehr schön heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Ach nee, morgens, fuck. Morgen ist Boxkampf, da hat Mila den Auftritt, aber vielleicht gehe ich mit Peanut rein. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Okay, wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise heute Abend ab 19 Uhr. Ich hoffe, dass das Internet funktioniert. Ich hoffe, dass die Klimaanlage funktioniert. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend noch. Peace. Dankeschön für den Support. Bleibt alle gesund. Danke für alles. Küsschen aufs Nüsschen. Und bye. Have a beautiful time.